Zum Duell zwischen den beiden bislang noch unbesiegten Teams kommt es in der 6. Runde der Judo-Bundesliga. Der Tabellenerste Wim Passing Sparkasse ist zu Gast in der Gerhard-Dorfinger Halle in Straßwalchen beim Tabellenzweiten Flachgau. Die Flachgauer liegen mit 8 Punkten einen Punkt hinter den Wim Passingern, die aber bereits auch eine Runde mehr gekämpft haben. Ja, es ist heute das Match Erster gegen Zweiten. Das ist also eigentlich das hochtrabendste Match, was wir heuer bis jetzt überhaupt gehabt haben. Und sind beide Mannschaften sehr stark aufgestellt. Es wird sich halt zeigen, wer Fortuna auf seiner Seite hat. Also es ist ein ganz offenes Match, wo jede Gewichtsklasse beinahe einmal entweder Flachgau oder wir gewinnen können. Wir müssen halt die 4 Punkte holen, jede Runde, dann können wir als Sieger heimfahren. Und das ist das Ziel. Die Burschen werden alles geben. Ja, vorgenommen haben wir, dass wir die Partie gewinnen, ist ganz klar. Es wird der schwierigste Kampf bis jetzt sein. Vor allem Windpassing ist so wie wir noch umgeschlagen. Und sie sind mit voller Mannschaft da, das heißt, sie haben 2 Legionäre dabei. Auch die ganzen, also die eigenen Leute, die ganzen guten Kämpfer, was haben, sind alle da. Wird eine enge Partie, ja. 2 ebenbürtige Gegner stehen sich in der ersten Begegnung des Tages gegenüber. Dominik Waldhör im grün-weißen Judoki trifft in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm auf den Tschechen David Bulkrabek. Nach nicht ganz 2 Minuten beendet Waldhör den Kampf mit einem Ippon. Die Gastgeber gehen damit einmal mehr zur Freude der Zuschauer mit 1:0 gleich zu Beginn in Führung. Mit Nico Hoffmann auf der Seite der Flachgau und Martin Morgenbesser treffen in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm aufeinander. Der Wim Passinger punktet hier mit einem Vasari. Unter den Zuschauern auch Ludwig Peischer, der zurzeit in Japan arbeitet und kurz bei seinen ehemaligen Teamkollegen vorbeischaut, bevor es zurück nach Japan geht. Der Kampf gewinnt Martin Morgenbesser und sorgt damit für den Ausgleich. In der Klasse bis 73 Kilogramm bekommt es Philipp Mückisch in Weiß-Grün mit dem WM-Teilnehmer Lukas Reiter zu tun. Reiter punktet nach 2 Minuten Kampfzeit mit einem Vasari und beendet in den letzten Minuten den Kampf mit einem zweiten Vasari und bringt damit die Gäste in Führung. Trainer Adi Zeltner ist in der Klasse bis 81 Kilogramm besonders angespannt. Kämpft durch seinen Sohn gegen den Legionär Laszlo Csoknai. Der für die Flachgauer kämpfende Ungar kann der Niederösterreicher mit seiner Spezialtechnik am Boden fixieren. Die Zeit läuft. Zeltner kommt aus der Umarmung nicht heraus und der Punkt geht an Flachgau. Christian Bichler auf der Seite der Flachgauer trifft in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm auf den Tschechen David Klammert. Bis zu den letzten Minuten kann sich Bichler gegen den Legionär, der Wim Passinger, behaupten. Doch nach dieser Vasari-Wertung klopft Bichler ab. Es steht 3:2 für Wim Passing. Ein Spitzenduell erwartet die Zuschauer in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Laurin Böhler gegen Aaron Farrer. Beide erfolgreiche Kämpfer im Nationalteam.
Nach 3 Minuten Kampfzeit bringt Böhler den Junioren-Europameister 2017 zur Fall und erzielt eine Vasari-Wertung und holt damit den Punkt für die Flachbauern. Wer als Führender in den zweiten Durchgang geht, hängt nun von den Polizisten Christoph Kronberger und von Andreas Unruck in der Klasse über 100 Kilogramm ab. Kronberger bringt mit einem Beinfeger die Flachgauer in Führung und sorgt damit für eine gute Ausgangssituation für den zweiten Durchgang. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm treffen wieder Walter und Pulkrabek aufeinander. Nach 1 Minute holt der tschechische Nationalkämpfer diese Vasari-Wertung. Eine Minute später entscheidet er den Kampf mit einem zweiten Vasari für sich. Es steht nun 4:4. In der Klasse bis 66 Kilogramm lässt dann Trainer Bernhard Mehr Tobias Model gegen Martin Morgenbesser antreten. Morgenbesser nutzt hier geschickt einen Fehler von Model und lässt diesen am Rücken landen. Mit diesen E-Pron gehen die Niederösterreicher nun in Führung. Wie im ersten Durchgang heißt die Paarung in den Gewichtsklassen bis 73 Kilogramm. Philipp Mückisch gegen Lukas Reiter. Reiter zeigt nun auch im zweiten Durchgang seine Überlegenheit und holt sich diese Vasari-Wertung. In der 3. Minute beendet Reiter den Kampf mit einem zweiten Vasari und baut damit die Führung auf einen Zwischenstand von 4:6 aus. Adi Zeltner wechselt im zweiten Durchgang Johann Schmidt ein. Er tritt gegen den ungarischen Legionär László Csokmai in der Klasse bis 81 Kilogramm an. Nach einer 30 Minuten zwingt der Ungar seinen Gegner in den Bodenkampf. Und wie bereits im ersten Durchgang gegen Zeltner holt Csokmai den Punkt für die Flachbauer. In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm treffen sie sich wieder, Christian Pichler und David Klammert. Klammert hebt hier den Salzburger aus und beendet den Kampf mit einem E-Pron. Es steht nun 5:7 für die Gäste aus Niederösterreich. Laurin Böhler und Aaron Fahrer sind in der Klasse bis 100 Kilogramm auf der Matte. Und die erste Begegnung geht an Böhler. Auch im zweiten Durchgang zeigen sich die beiden Nationalkämpfer als ebenbürtige Gegner. Mit diesem für die Flachgauer umstrittenen Vasari für die Wien-Passinger steht es nun 5:8 für die Niederösterreicher.
In der letzten Begegnung des Tages trifft sich Christoph Kronberger mit Andreas Mruck auf der Matte. Kronberger zeigt sich auch im zweiten Durchgang als überlegen, bringt Mruck zu Fall, fixiert seinen Gegner für 20 Sekunden am Boden und verschönert damit das Ergebnis für die Flachgauer. Einstand 6:8, damit die erste Niederlage für die Salzburger. Es war die erwartet enge Partie. Zur Halbzeit haben wir 4:3 geführt, wo man sagen muss, da hat der Walter Dominik wieder mal überrascht. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Mal das jetzt schon ist, dass er einen Legionär so beherrscht. Das war unglaublich. Es hat eigentlich alles für uns gespielt, auch dann die zwei Schwaden. Ja, und dann mit der Halbzeitführung im zweiten Durchgang, es ist, dass das dann wirklich so seinen Lauf nimmt. Die haben sich dann ein bisschen in den Lauf gekommen. Die 66er-Partie war extrem knapp, das kann genauso auch anders ausgehen. Dann gewinnt der Tobi den Kampf, dann schaut es auch anders aus. Ja, und dann die Partie bis 100 war dann kampfentscheidend. Und muss man jetzt wirklich genau anschauen, ob es jetzt wirklich ein Vasari war oder nicht. Also ich bin der Meinung, es war keins, logischerweise. Aber man muss es anschauen, es war sicher eine knappe Entscheidung. Ja. Ja. Resümee, was soll ich sagen? Ein Punkt war super gewesen, waren wir fix im Finale. Jetzt müssen wir schauen, dass wir im Herbst das noch nachholen. Ja, also ein Kompliment an unsere Mannschaft. Die in der Pause sind wir beieinander gesessen, 4:3 waren wir hinten. Aber ich gesagt, wir sind am stärksten, wenn wir hinten sind. Das war bis jetzt immer so. Und ich habe gesagt, ihr könnt es nicht nur drehen auf ein 7-7, sondern wenn wir es drehen, gleich in der 60-Kilogramm-Klasse, dann können wir oben noch den entscheidenden einen oder anderen Punkt holen. Und das hat dann der Fahrer Aaron noch im internen Duell der beiden Nationalteamkämpfer gemacht. Im ersten Kampf hat der Laurin sehr gut, clever gekämpft. Und im zweiten ist halt der Aaron am Körper gegangen. Das ist halt, da ist er, glaube ich, einer der stärksten auf der Welt, wenn er ganz am Körper ist. Das hat er dann genützt. Er hat ihn, glaube ich, dreimal geworfen. Zweimal außerhalb, einmal innerhalb. Hat das Ding klar gemacht. Und damit ist der Sieg auch verdient mit 8:6. Also es sind sehr viele Punkte gewesen, wo wir sagen, okay, das ist einmal so oder so, aber im Summe gesehen ist das 8:6 voll in Ordnung und Kompliment auch an Flochka. Also das ist ein starker Gegner, der sicher dann im Final Four, mit dem man rechnen muss, weil ich glaube, dass die Vereine Flachgau, Wimpassing und Galaxy, die ja bis jetzt eigentlich jetzt nichts verloren haben und Flachgau jetzt nur gegen uns, dass sie die am Schluss um die Medaillen das meiste ausmachen werden. Darum sind wir froh, dass wir jetzt in der Tabellenführung sind, über den Sommer jetzt einmal, im Herbst sind noch zwei Matches. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir dann einmal genau die Legionäre, die wir brauchen. Weil die Flachgau haben ja noch zwei Legionäre haben gestochen gehabt, im ersten Durchgang und bei uns noch einer. Und dann hat der Aaron das umdreht und haben unsere zwei gestochen. Und das kann man sagen, okay, alles gleichwertig, dann haben sie wieder die Österreicher entschieden. Und Kompliment nochmal an Flochka, super Veranstaltung. Und wir fahren jetzt glücklich nach Hause als Tabellenführer. Ein Blick auf die Ergebnisse der 6. Runde. Flachgau trennt sich von Wimpassing mit 6:8. Mühlviertel schlägt die Pinzgauer mit 1:13. Die Welser trennen sich vor der Sommerpause mit 6:8,2 Punkten von den Vienna Samurais. Jetzt geht es in die Sommerpause. Im Herbst stehen ja noch 3 Runden an.